Grüß dich, schön dich zu sehen. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir backen heute zusammen ein Brot, und zwar ein Zwirbelbrot. Man sagt dem auch Knollenbrot. Im Moment hat das in der Schweiz eine enorme Beliebtheit. Du siehst das in jedem Lebensmittelgeschäft und es wird wirklich sehr viel gekauft. Für ein gutes Zwirbelbrot brauchst du nur 5 Zutaten. Das ist Mehl, das ist Hefe, das ist Salz, Wasser und Zeit. Sehr viel Zeit. Wir haben nun 8 Uhr am Abend. Wir machen nun zusammen diesen Teig und dann darf dieser Teig 12 Stunden im Kühlschrank liegen bleiben und gären. Hier habe ich 2 Sorten Mehl. Für unser Rezept nutzen wir 2 Sorten Mehl. Das zum einen ein Ruchmehl, ein Typ 1100 und ein Hauptweißmehl, ein Typ 720. Dieses Ruchmehl ist ein bisschen dunkel. Moment, ich zeige es dir schnell in der Nähe. Das ist dieses Ruchmehl hier. Das ist ein Typ 1100. Das ist relativ ein dunkles Mehl. Das benötigt man recht viel zum Brot machen. Das hier ist ein Halbweißmehl. Das ist schon ein anderer Typ. Das ist Typ 720. Das ist schon ein helleres Mehl. Und zum Vergleich habe ich hier noch Weißmehl. Typ 405. Ich habe hier Wasser. Das gebe ich jetzt in meine Teigschüssel hinein. Dann habe ich hier 10 Gramm Hefe. Mehr brauchst du nicht. Diese Hefe rühre ich hier im Wasser. Gebe man nun 300 Gramm von diesem Halbweißmehl hinein und 300 Gramm vom Ruchmehl. Also haben wir 600 Gramm Mehl. Und dann noch 10 Gramm Salz. Ich spanne das in meine Maschine hinein und lasse es in der untersten Stufe nun 5 Minuten miteinander vermischen. Gut 5 Minuten später, du siehst, alle Zutaten sind sehr gut vermischt zu einem Teigklumpen. Jetzt erhöhe ich die Geschwindigkeit meiner Haushaltsmaschine und nun soll der Teig kneten. Das geht jetzt nochmals 5 bis 10 Minuten. 10 Minuten später, der Teig ist gut geknetet. Welches Indiz ist dafür, dass er gut geknetet ist? Erstens, der Teig klebt nicht mehr am Rande. Ich nehme den Teig jetzt vorsichtig raus, dann zeige ich dir gleich das zweite Indiz. Wir geben den Teig gleich in eine Auflaufform hinein. Wieso, sage ich dir gleich nachher. Du nimmst ein Stück Teig und das ziehst du hier auseinander, siehst du. Und wenn du das so ziehen kannst, ohne dass er groß reißt und sehr dünn wird, dann ist der Teig gut verknetet. So. Ich gebe jetzt den Teig hier in diese Auflaufform hinein und der Teig soll hier drin gären. Du lässt nun diesen Teig in der Auflaufform gären. Und zwar so lange, wie du nur kannst. Wie gesagt, ich decke ihn zu und stelle ihn für mindestens 12 Stunden in den Kühlschrank. Morgen früh wird dann dieser Teig verarbeitet. Hast du diese Zeit nicht? Das ist kein Problem. Dann gib ihm einfach so viel Zeit, wie du kannst. Mindestens aber 4 bis 5 Stunden. Weil die Hefe, die muss sich jetzt entwickeln. Und die Hefe durch das Entwickeln und Bearbeiten, dann zieht sie Aroma. Und dann ist das Brot einfach noch einmal leckerer. Du fragst dich, wieso die Auflaufform? Morgen früh werden wir den Teig aus dem Kühlschrank nehmen. Kippen wir diese Auflaufform, nehmen den Teig hinaus und der wird dann nicht mehr groß verarbeitet. Also nicht verknetet, nicht verrundet, nichts. Wir schneiden ihn in 2 Teile, drehen ihn und das war's. Deswegen eine lange Auflaufform, damit der Teig dann schon die Länge hat, die wir am Schluss haben wollen des Brotes. Am Morgen danach, rund 12 Stunden später, der Teig hat herrlich vor sich hingären können. Gib genügend Mehl auf den Tisch. Und nehme nun den Teig aus dieser Form. So, und daran ziehen wir, stoßen und kneten wir nicht mehr groß. Auch oben gleich Mehl drauf geben und dann teile ich dieses Teigstück in 2 Teile auf. Nehme das eine Teil und die Mehl drin und gleich 1-2 Mal in sich hineindrehen. Und mehr musst du damit nicht mehr machen. Gibst es gleich auf ein Backblech. Die Teigstücke sind geformt, sie sind auf dem Blech. Du deckst sie nochmals zu mit einem Tüchlein und ja, 30 Minuten nochmals liegen lassen, damit die Teigstücke nochmals hochgehen können.
Und nun wird gebacken. Ganz wichtig. Bevor du den Backofen einschaltest, nimmst du ein Schüsselchen. Moment. So ein backfestes Schüsselchen ist gut. Füllst du mit Wasser und stellst in den Backofen. Und dann den Backofen vorheizen auf 220 Grad. Somit kann das Wasser nun heiß werden und verdampfen und wir erzeugen richtig viel Dampf im Backofen. Denn das ist ganz, ganz wichtig bei diesem Brot. Ist der Backofen auf 220 Grad oben, schiebst du das Brot hinein, schaltest den Backofen auf 200 Grad Unter- und Oberhitze um und backst das Brot 35 Minuten bis 40 Minuten. Das Schüsselchen mit Wasser nimmst du ungefähr nach 15-20 Minuten wieder hinaus, damit der Restdampf, der im Backofen ist, verdampfen kann und am Schluss das Brot zwar richtig schön knusprig wird. Hier das fertig gebackene Zwirbelbrot, Knollenbrot. Es ist dunkel, es ist unförmig, es ist mehlig. Genau so muss dieses Brot sein. Und nun genießen. Genieß dein selbstgemachtes Brot. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bitte bleib gesund. Wir sehen uns. Ciao, ciao.